Alfred Spieß, geboren 1919, war leitender Oberstaatsanwalt in Düsseldorf, vertrat in mehreren Prozessen gegen NS-Verbrecher die Anklage, so in den beiden sogenannten Treblinka-Prozessen. Herr Spieß, Sie haben als Oberstaatsanwalt die Anklage in den zwei Treblinka-Prozessen vor dem Schwurgericht in Düsseldorf vertreten. Was war eigentlich Treblinka, wo war Treblinka und was war Treblinka? Treblinka war das größte von mehreren in Polen eingerichteten Vernichtungslager im Zuge der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Treblinka lag etwa 100 Kilometer nordostwärts von Warschau. Was hat man da mit den Juden gemacht? Wie der Name schon besagt, war es eingerichtet zur Vernichtung, das heißt zur Ermordung der Juden. Dort wurden die Juden in Gaskammern ermordet. Was ist der Unterschied zwischen Konzentrationslager und Vernichtungslager? Konzentrationslager hatten zum Teil auch in einzelnen Lagern Vernichtungsbereiche. Sie waren aber primär eingerichtet zur Inhaftierung von politischen und anderen Häftlingen und führten nicht zwangsläufig zur Ermordung dieser Häftlinge. Es sind ja auch aus den Konzentrationslagern viele Häftlinge zurückgekehrt. Was ist der Unterschied zwischen Auschwitz und Treblinka? Auschwitz war zunächst ein reines Konzentrationslager, wurde dann später aber um den Vernichtungsbereich Birkenau, Auschwitz-Birkenau, erweitert und war dann ein Konzentrations- und Vernichtungslager, während Treblinka nur Vernichtungslager war, nur zu dem Zwecke eingerichtet wurde, die Juden doch zu ermorden, und auch nur anderthalb Jahre war es in Aktion. Sie haben den Stangl angeklagt, ja. Der war Kommandant von Treblinka. Der Mann wurde nach Himmler, Heydrich und Eichmann der vierte größte Verbrecher genannt. Warum war er so genannt? Wenn wir die Stufenfolge der Endlösung ansehen, dann wissen wir, dass Hitler die Anordnung zur Endlösung gegeben hat, dass die maßgeblichen Organisatoren Himmler und unter ihm Heydrich war, solange Heydrich noch lebt, er ist ja einem Attentat zum Opfer gefallen. Und es waren dann sofort nachgeordnet die Kommandanten der Vernichtungslager, es waren noch Inspekteure und so weiter eingeschaltet, aber die Kommandanten der Vernichtungslager waren dann in dieser Ordnung, sagen wir mal, die vierten von oben. Ich sehe hier am Tisch einen Plan Treblinkas. Wie ist dieser Plan entstanden? Dieser Plan ist erstellt worden aufgrund der Hauptverhandlung im ersten Treblinka-Prozess in den Jahren 1964-65. Ich muss hierbei bemerken, dass man das Vernichtungslager Treblinka nach einem Aufstand, der dort im August 1943 erfolgte, dem Erdboden gleichgemacht hat. Es gab keine Skizze, es gab keine Unterlagen, keine Fundamente mehr vom Lager, und nur aufgrund der Zeugenaussagen und auch der Angaben der Angeklagten im ersten Treblinka-Prozess konnten wir dann diese Skizze genauestens erstellen. Und dann haben wir natürlich mit besonderem Interesse später im Jahre 1970 der Aussage des Lagerkommandanten Franz Stangl entgegengesehen nach seiner Auslieferung aus Brasilien. Und es ist für mich immer noch sehr eindrucksvoll, wenn ich mich daran erinnere, wie Stangl kam und wir ihm die Skizze vorlegten, die wir im ersten Treblinka-Prozess erarbeitet hatten. Skizze des Lagers vorlegten, die wir im ersten Treblinka-Prozess erarbeitet hatten. Und Stangl musste ja wissen, denn er hatte das Lager in dieser Perfektion ja ausgestaltet, ob es richtig war. Und ich sehe ihn heute noch vor mir sitzen und die Skizze eingehend betrachten, fast eine Viertelstunde lang, wenn nicht länger. Und er schaute dann auf einmal auf zu mir, und ich sehe heute noch in seinem Blick das Erstaunen und auch ein gewisses Bewundern, als er zu mir sagte: Herr Staatsanwalt, die Skizze ist absolut korrekt. Und er war dann auch durchaus, sagen wir einmal, was den Ablauf der Massentötung anging, bereit, das alles detailliert darzulegen. Und er hat dann auch im Gespräch mit mir eingeräumt, dass, wenn Hochbetrieb herrschte in gewissen Sommermonaten und so weiter, wenn viele Transporte kamen, wo man von den frühen Morgenstunden bis in die Nacht bei Scheinwerferlicht gearbeitet hat, in Treblinka bis zu 18.000 Juden täglich ermordet worden sind. Das hat Franz Stangl, der Kommandant, mir selbst gesagt. Wie war das Lager organisiert? Wie hat diese Todesfabrik funktioniert? Die Vernichtungslager in Polen waren grundsätzlich alle nach demselben Schema strukturiert. Und zwar unterschied man in jedem Lager drei Bereiche.
Einmal das sogenannte Wohnlager. Es umfasste den Wohnbereich für die SS-Leute, die ihnen zugeordneten ukrainischen Wachmannschaften. Innerhalb des Wohnlagers waren besonders ghettoisiert noch einmal die sogenannten Arbeitsjuden. Das waren Juden, die man aus den Transporten aussortiert hatte, um sie als Arbeitskräfte zu lange zu verwenden, bis man sie dann selbst umbrachte. Separat vom Wohnlager, wiederum getrennt, war das sogenannte Auffanglager. Wie der Name schon sagt, Auffanglager deshalb, weil dort die Transporte aufgefangen wurden. Vom Auffanglager führte dann aus dem Auskleidebereich, Auskleidebaracke für die Frauen, für die Männer, führte dann der sogenannte Schlauch oder wie die Juden es nannten, die Himmelfahrtsstraße in den eigentlichen Tötungsbereich. Das war das sogenannte Totenlager, in dem der Schlauch in das Gaskammergebäude einmündete, in dem die Juden dann in 6 Kammern zusammengefercht wurden und dort zu mehreren hundert jeweils einen schrecklichen Erstickungstod starben. Nach der Ermordung wurden dann die Leichen ursprünglich in große Leichengruben verbracht, mit einem Fassungsvermögen bis zu 100.000 Opfern. Später erfolgte dann, um die Spuren zu beseitigen, die Verbrennung der Juden auf dem Rost. Zuvor aber hatte man, um nicht den zügigen Ablauf der Vergasung durch Kranke und Gebrechliche zu hindern, die Kranken und Gebrechlichen und alten Leute aussortiert und hier an dem sogenannten Scheinbahnhof, den Juden wurde ja seine Umsiedlung vorgetäuscht, vorbeigeführt zum sogenannten Lazarett. Das war nichts anderes als eine mit einem roten Kreuz getarnte Genickschussanlage, wo die Juden dann durch Genickschuss ermordet wurden und in eine brennende Grube fielen, wo man gleichzeitig Dokumente und so weiter verbrannte. Was für Gas wurde verwendet? In Treblinka und den anderen Vernichtungslagern in Polen, außer Auschwitz-Birkenau und Lublin-Majdanek, sind die Opfer in diesen Vernichtungslagern durch die Abgase eines Motors getötet worden. Und zwar war es in Treblinka ein Motor des russischen Panzertypes T-34, den man erbeutet, ausgebaut und dort installiert hatte. In den Konzentrations- und Vernichtungslagern Auschwitz-Birkenau und Lublin-Majdanek, da ist die Tötung durch Zyklon B erfolgt. Da warf man also diese Zyklon B-Patronen in die Gaskammer hinein. Der Odi Dokobotschnik, das war der Leiter der gesamten Aktion Reinhard, die die 3 Vernichtungslager Treblinka, Sobibor und Belzec umfasste, legte Wert darauf, dass sein System, nämlich der Tötung durch Motorabgase, das Beste war. Und er hat sich immer dagegen verwahrt, dass bei ihm Zyklon B eingesetzt wurde. Der Tod durch diese bei der Ermordung mit Motorabgasgasen war sehr grausam. Es gibt darüber sogar einen Bericht, den berühmten Gerstein-Bericht, wo ein SS-Offizier mal geschildert hat, wie sich das Bild darstellte, wenn man die Gaskammern öffnete mit den übereinander ineinander verkrampften Leichen und die sich türmenden Opfer, wobei die Stärksten noch in dem Bestreben nach Luft nach oben geklettert waren und die Schwächeren unten blieben. Wie wurden die Leichen von der Gaskammer entfernt? In Treblinka und in anderen Vernichtungslagern wurden die Gaskammertüren geöffnet, nachdem die Ermordung erfolgt war. Und zwar waren das Gaskammertüren ähnlich unseren modernen Garagentüren, die waren hochzuklappen. Und dann wurden mit Stangen die Leichen, die ja ineinander verkrampft waren, herausgezogen. Und es wurden jeweils 2 oder 3 Leichen zunächst auf eine Trage gelegt und wurden dann von den sogenannten Totenjuden, das waren Arbeitsjuden, die man bei dem Tötungsvorgang hinzuzog, in große Leichengruben verbracht. Die Totenjuden, so hießen sie, also weil sie bei der Tötung dabei waren, mussten die Leichen in die Gruben bringen und mussten sie dort herunterkippen. Und in den Gruben standen wiederum andere Juden, die die Leichen dann nebeneinander und aufeinander schichten mussten, damit also möglichst viele Leichen in einer Grube Platz fanden. Und jetzt, während diese Leichen auf den Tragen zu den Leichengruben geschafft wurden, waren die sogenannten Dentisten tätig. Das waren Juden, die mit Zangen bewehrt den Opfern die Goldzähne herausbrechen mussten, und dieses Gold wurde dann später gesammelt und gereinigt.
Um die Jahreswende 1942-43 ist man davon abgegangen, die Juden in Leichengruben zu verbringen, sondern man ging dazu über, die Opfer nunmehr auf einem großen Rost zu verbrennen. Der Rost war nichts anderes als mehrere Betonschwellen, auf die man Eisenbahnschienen gelegt hatte, und dort wurden die Opfer dann verbrannt. Die Asche wurde zerstampft, wurde zum Teil zum Wegebau im Lager auch benutzt, und das geschah, wie gesagt, ab der Jahreswende 42-43. In Stalingrad hatte sich das Kriegsglück endlich gegen Hitler gewandt, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und man rechnete damit, dass eines Tages doch die Russen dieses Gebiet besetzen könnten, und man wollte keine Spuren hinterlassen. Sie haben den Stangl und den Franz, den zweiten Kommandanten, verhört. Wie haben sich die Leute benommen? Ja, Stangl war ja Kommandant des Vernichtungslagers bis zum Aufstand am 2. August 1943. Er wurde dann abgelöst, und letzter Kommandant war dann Kurt Franz, der vorher Stellvertreter Stangls gewesen war. Franz hat im Grunde genommen immer bestritten, irgendwie mit der Ermordung der Juden befasst gewesen zu sein. Er hat immer sich dahin eingelassen, er habe die Wachmannschaften nur beaufsicht, exerziert und so weiter. Er habe so ja Juden gerettet. Das alles ist im ersten Treblinka-Prozess eindeutig widerlegt worden. Franz hat sich zahlreicher Grausamkeiten schuldig gemacht, und er ist auch als Exzesstäter, das heißt jemand, der über die Mitwirkung beim allgemeinen Mordvorgang hinaus auch sein Mütchen noch an den Opfern gekühlt hat, wenn ich so sagen darf, sich also exzessiv gegenüber den Opfern verhalten hat, auch entsprechend bestraft worden. Und bei ihm habe ich nie den Eindruck einer irgendeiner Art von Reue oder innerer Einkehr oder innerer Einsicht gehabt. Kurt Franz, geboren 1914, gelernter Metzger und Koch, Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka. Vom Landgericht Düsseldorf wegen gemeinschaftlichen Mordes an mindestens 300.000 Personen, wegen Mordes in 35 Fällen an mindestens 139 Personen und wegen versuchten Mordes zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Kurt Franz ist inzwischen auf freiem Fuß. Er hat vor der deutschen Justiz nie zugegeben, Kommandant des Todeslagers Treblinka gewesen zu sein. Herr Franz, es war doch klar, dass Treblinka ein Todeslager war, Lager, wo man... Da sind Menschen ums Leben gekommen oder ums Leben gebracht worden. Durch Gas? Durch Gas. Durch Gas. Hier ist das Lager Treblinka aufgezeichnet. Die Leute, die wurden mit Waggons hier in das Lager gefahren. Ich glaube, es waren immer so 20 Waggons, die da reingingen. Das soll ungefähr was gewesen sein. Und dann wurden die Türen aufgerissen. Da waren irgendwie so Juden, die meinetwegen jetzt schon zu erdammern, als ich dort hingekommen war, schon irgendwie eingeteilt gewesen waren. Von wem? Vom Stangl oder von Ebel? Das weiß ich nicht. Ich habe den Ebel nicht erlebt. Und dann wurden sie entladen, die wurden dann hier runtergeführt und kamen dann hier auf den Platz. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob da zwei Baracken gestanden haben oder nur die eine. Ich glaube, es standen zwei, da war eine und da war eine. Dann wurden die Leute hier hereingeführt und mussten sich dann in diesen Baracken ausziehen. Soweit kann ich intensiv sagen, was nackt, gewesen nackt ausziehen. Nackt ausziehen. Und dann war hier irgendwie ein Raum, also eine Ecke gewesen, wo die Frauen die Haare abgeschnitten bekamen. Das war hier eine Ecke gewesen. Und das machte der Suchomil, den ich hier sehr, sehr böse bin, weil der mich irgendwie belastet hat. Und dann wurden die Juden, also die Juden im Allgemeinen, also ich sage ganz ehrlich, Kinder habe ich nicht gekannt und auch nicht erlebt. Hier wurden dann die Juden ausgeführt und wurden dann hier in den sogenannten Schlauch, der vollkommen getarnt gewesen ist, mit Tannenreiser, wie überhaupt alles um das Lager herum, mit Tannenreiser. Da war extra so ein Tarnungskommando gewesen, das von einem Unterscharführer, wenn ich mich nicht irre, Adolf Südorf geheißen,
geführt wurde, der hat das alles machen müssen, sodass man da gar nicht reinsehen konnte. Die wurden dann da reingeführt und kamen hier oben in die sogenannte Gaskammer. Und dort wurden sie vergast. Das war so gewesen. Und das ist eine Tatsache. Und da gehe ich auch nicht von ab. Haben Sie hier die Leichenberge gesehen? Nein. Ich habe wohl hier gesehen, das könnte man sehen. Musste man aber extra meinetwegen diesen Guckloch bezorgen, durch den Draht oder sonst irgendwie. Ich hätte da hingehen können, aber es hat mich angewidert. Ich konnte das nicht vertragen. Ich konnte die Menschen nicht brennen sehen. Die wurden hier auf den Rost gelegt und wurden verbrannt. Die wurden hier verbrannt. Was ist mit der Asche geschehen? Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur so viel, bevor das Rost, es war früher kein Rost gewesen anfangs, also als ich noch nicht da war, hat das Rost nicht bestanden. Das ist von irgendwie einem anderen Unterführer irgendwie eingerichtet worden. Da hatte man Gruben gemacht. Da sind ja die Leichengrube. Da hat man die Gruben gemacht und hat da meinetwegen die Leichen begraben mit Kränen. Das heißt also, die Leichen, die wurden da reingetragen von der Gaskammer aus, so sehe ich das. Und dann wurden die meinetwegen nach einer Zeit, wie das Rost dann gewesen ist, mit den Kränen, also mit den Baggerkränen, herausgezogen und wurden auf das Rost gebracht oder gelegt. Wie das, ob das die Juden haben, das habe ich aber auch nicht beachtet. Die wurden dann aber da drauf gelegt und wurden dann auch diese bereits unter der Erde gelegenen Leichen wurden dann verbrannt. Und dann hat man meinetwegen Siebe aufgestellt, so schräge, wie man meinetwegen Sand siebt. Und da wurde die Asche, die wurde dadurch gesiebt. Und was dann meinetwegen noch grob war, das wurde entweder zerschlagen oder zerdampft, sodass es alles irgendwie verschwand. Wie hat und man zwar, Gas produziert? Wie ich weiß, nicht wahr, zu der damaligen Zeit, das habe ich nicht gesehen, aber ich weiß es, dass da irgendwie ein französischer LKW gewesen ist. Wenn ich nämlich irre, war es ein Sauermotor. Und da wurde das Abgas, nicht wahr, in die Zellen eingeführt. Die Zellen waren auf der Seite. Waren die. Wie lange haben die Leute dort gelitten? Wissen Sie, das kann ich auch nicht so sagen. Ja. Man sprach davon, nicht wahr, 4, 10 Minuten. Aber das kann ich nicht sagen, das kann ich wirklich nicht sagen. Da drüben war ich nicht zuständig, da war ein Oberscharführer, oder war an für sich kein Oberscharführer, war irgendwie ein Oberwachmeister. Da in Treblinka waren ja eigentlich alles Polizisten gewesen, Mattes zuständig. Wohingegen in Belzec damals ein SS-Mann Niemann die Arbeit gemacht hat, die jetzt in Treblinka dieser Mattes gemacht hat. Ne? Also Sie haben in zwei Lagern die Vergasung gesehen. Ich weiß, dass es gewesen ist. Ich weiß das, nicht wahr? Man hat mich ja meinetwegen auch nicht meinetwegen nach Treblinka geschickt, um mir kundzutun. Das wurde ja alles heimlich und geheim gemacht. Darum ja auch alles unter Tarnung. Ich habe es aber gewusst, ich habe es gesehen und war empört, schon in Belzec. Und in Belzec habe ich mich ja zu der damaligen Zeit bei einem Standartenführer, der aus Marburg gekommen war, um da irgendwie etwas zu untersuchen. Oder meinetwegen wollten sie neues Gas einführen oder meinetwegen Kapsen oder was weiß ich, um die Vernichtung durchzuführen. War noch ein Untersturmführer oder ein Obersturmführer, ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Der war dabei, ich weiß auch die beiden Namen nicht mehr. Da bin ich damals noch in Belzec zuständig zu dem Standartenführer hingegangen und habe gebeten, er möge dafür sorgen, dass wir abgelöst werden. Ich und Giermann. Sie wollten nicht mitmachen? Ich wollte nicht mitmachen. Und das war auch meinetwegen der Tod für Giermann. Und das war auch der Tod für diesen Alexjew, Bier oder Alexjew, der Ukrainer, den man dann erschossen hatte. Haben Sie den Furunkel SS gekannt? Wen? Den Furunkel SS, einen gewissen Boots. Der war ein SS, der wollte nicht mitmachen und hat seine Furunkel verkratzt und da hat man ihn versetzt. Haben Sie ihn gekannt? Nein, in Treblinka? Jawohl. Nein, kenne ich Furunkel? Jawohl. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht.
kann. Sie sagten, dass man die Haare abgeschnitten hat. Die Frauen, ja, ja. Es waren doch die Goldjuden, die die Gold abgenommen haben. Sie waren die Dentisten, die die Zähne ausgerissen haben. Wissen Sie das? Davon habe ich gehört. Ich habe das nicht gesehen. Dafür war ich ja auch nicht zuständig. Ja. Das war eine interne Angelegenheit. Da oben war der Mattes der verantwortliche Mann. Hier, wo die Juden untergebracht gewesen sind, das war... Wo war das gewesen? Die Juden untergebracht? Nee, hier. Hier waren die Juden untergebracht. Da war der Küttner für zuständig und ich war für die Wachmannschaften zuständig. Und das war hier. Das war eingeteilt. Der Küttner ließ sich doch von mir nicht sagen. Der Küttner, der war ja zu der damaligen Zeit schon Polizeimeister. Ja. Also der höchste Dienstgrad. Haben Sie gesehen, wie man die Sachen abgeliefert hat? Zum Beispiel die Kleidung, das Gold. Die wurden hier in der Baracke, da wurden die ganzen Sachen sortiert. Da war ja die Sortierbaracke am Bahnsteig. Und die Klamotten lagen hier einfach auf dem Haufen. Die wurden dann irgendwie von den Juden, Arbeitsjuden, sortiert. Ja. Da wurden die Brillen, da wurden die Sachen sortiert. Man hat das gesehen, das konnte man sehen, ohne weiteres. Das war hier auf dem Platz. Die deutsche Mannschaft, zu welchen Waffengattungen hat sie gehört? Also in Treblinka war das Polizei, mit einigen Ausnahmen, Leute, die bei der allgemeinen SS tätig gewesen sind. Und Waffen-SS? Waffen-SS war nur ein Rechnungsführer und nur ich. Ich war von der Waffen-SS. Dann war noch da einer, der hieß Willi Metzig. Wir nannten ihn Bubi. Der war Rechnungsführer gewesen, der war zuständig. Der war auch bei der Waffen-SS. Sonst waren Ukrainer? Waren alles Ukrainer gewesen. Und dann waren dann so Deutsch sprechende, meinetwegen, die kann man nicht als Ukrainer bezeichnen, die meinetwegen... Volksdeutsche? Ja, die natürlich auch nicht sagen. Die meinetwegen in Russland gelebt haben, hinter dem Ural. Da waren so meinetwegen Leute gewesen, die sprachen perfekt Dialekt wie die Württemberger, so im Dialekt. Die waren da irgendwie sesshaft, schon meinetwegen wie lange, ihre Eltern oder Großeltern, die sprachen aber ein einwandfreies Deutsch. Das waren, ja, vielleicht waren es dann Volksdeutsche. Volksdeutsche. Ja, wir hatten sie früher Beutegermanen genannt, ne? So war das gewesen. Herr Franz, ein halbes Jahrhundert ist vorbei, diese Massenmorde sind vor einem halben Jahrhundert geschehen. Wie denken Sie über diesen? Wenn ich gewusst hätte zur damaligen Zeit, was mir bevorstehen würde, als ich meinetwegen von der Wehrmacht aus kommend zur SS übergetreten war, dann wäre ich niemals irgendwie zur SS gekommen. Warum? Aus dem einfachen Grunde, weil ich das nicht ertrage, was ich dann erlebt habe. Dieses Weltschätz und dieses Treblinka. Warum hat man dort die Leute getötet? Waren sie Verbrecher? Nein, das möchte ich nicht sagen, denn dann hätte ich ja meinetwegen in Belzec nicht mit der Frau und mit der Tochter dieser Frau gesprochen, die um ihr Leben baten, gegenseitig. Die Tochter bat um das Leben der Mutter und die Mutter bat um das Leben der Tochter. Herr Franz, warum hat man diese Leute getötet? Tja, das waren doch Zivilisten, die waren doch inoffensive Leute. Warum? Ich habe niemals in meinem Leben irgendwo mit irgendwelchen Juden Schwierigkeiten gehabt. Obwohl, das muss ich jetzt betont mal herausstellen, der damalige Nebenkläger im Treblinka-Prozess, Dr. Josef Neuberger gesagt hat, ich wäre in Düsseldorf als junger Mensch auf der Hüttenstraße bei ihm in der Wohnung gewesen und hätte ihm gedroht. Ich habe den Mann ja gar nicht gekannt. Ich habe mit Juden niemals was gehabt. Ich habe mit den Juden so ein Beispiel. Ich habe Handball gespielt bei Ratingen 04 und habe mit den Juden im Stadion in Düsseldorf Maccabi im Stadion Düsseldorf als Gegner Handball gespielt. Es hat niemals irgendwie Differenzen gegeben. Herr Franz, Sie sagen... Ich habe keinen Unterschied zwischen Katholiken oder meinetwegen Evangelischen oder meinetwegen Juden. Ich habe in Ratingen einen Kameraden gehabt, der hieß Wallach.
Da ist heute meinetwegen ein Restaurant drin in Ratingen, diese Bertelstuben. Das war ein Freund. Ich habe zum Beispiel in Ratingen in der Grüne Eck, so hat dieses Lokal geheißen, mit meiner Frau, ich war damals noch sehr jung, 18, 19 Jahre oder noch jünger, und da bin ich mit meiner Frau dort, als wir noch junge Menschen waren, zum Tanz hingegangen. Das haben wir getan. Der hieß Hirschkocht, mit dem war ich befreundet. Ich habe keine Veranlassung gehabt, die Menschen zu töten. Herr Franz, in Treblinka und auch in Berzec hat man Frauen, Männer und Kinder ermordet. Tausende und Zehntausende. Ja. Was haben Sie damals dann gedacht? Meine Einstellung war dagegen. Am Anfang war das ja auch nur so gewesen, zum Beispiel in Belzec, dass man das gar nicht wusste, was da überhaupt geschehen würde. Da wurden meinetwegen Gruben ausgeworfen. Als ich dorthin kam, war da noch gar nichts los. Das war im März 1942, kam ich nach Belzec. Da wusste ich nicht, was los war. Da habe ich keine Ahnung gehabt. Hör zu, das war die Demarkationslinie, die alte Demarkationslinie zwischen meinetwegen dieses Österreich und zwischen Russland. Dort, zwischen Belzec und Rawaruska, war die Demarkationslinie gewesen. Das weiß ich. Ich habe bis da auch noch nicht gewusst, was da überhaupt geschehen sollte. Was würde passieren, wenn heute Sie einen Befehl bekämen? Nie. Nie und nimmer.